Mein Name ist Sandra Düpjan. Ich arbeite hier am Leibniz-Institut für Nutztierbiologie im Institut für Verhaltensphysiologie und leite hier eine eigene Nachwuchsgruppe, die sich mit Emotionen bei Hausschweinen beschäftigt. Ich untersuche hier, inwiefern man über verschiedene Verhaltenstests erkennen kann, welche Emotionen die Schweine haben, beziehungsweise inwiefern die Emotionen von Schweinen denen von uns Menschen auch ähneln. Was man auch in dem täglichen Umgang mit den Tieren immer wieder sieht, ist, dass sie auch wirklich scheinbar individuelle Persönlichkeiten sind, dass also Schweine sich nicht alle gleich verhalten, nur weil es die gleiche Rasse ist. Grundsätzlich ist es ja so, es werden in Deutschland knapp 59 Millionen Schweine jedes Jahr geschlachtet für den menschlichen Verzehr. Und im Tierschutzgesetz steht gleich in Paragraph 1, dass es unsere Verantwortung als Halter von Tieren ist, auch deren Wohlbefinden zu schützen. Die Verhaltensforschung, gerade im Nutztiersektor, hat sich in den letzten Jahren immer mehr auf Fragestellungen zum Wohlbefinden der Tiere auch konzentriert. Das bedeutet, wir wollen wirklich zuverlässige Messverfahren haben, mit denen wir wirklich beurteilen können, ob das Wohlbefinden in einer bestimmten Haltungssituation zum Beispiel auch wirklich gewährleistet ist. Der Tag beginnt im Prinzip damit, dass wir unsere Tiere nochmal individuell mit Rückennummern markieren, einfach, dass wir das auch hinterher zuordnen können. Dann wird jedes Tier einzeln in den Versuchsraum gebracht, wo eine Versuchsarena ist. Diese Arena hat einen kleinen Startbereich. Und das Tier kann während einer Trainingsphase zwei Situationen vorfinden, wenn die Tür hochgeht. Entweder der Trog steht in der rechten Ecke oder er steht in der linken Ecke. Und je nachdem hat das eben dann die Bedeutung, rechts ist für das Tier dann immer die belohnte Seite, links ist immer die bestrafte Seite. Und dann geht irgendwann die Tür hoch. Die Belohnung besteht in unserem Versuch in einer kleinen Portion Apfelmus. Es ist auch nur ein kleiner Klecks, die sollen sich da nicht satt essen, sondern die sollen auch immer noch Hunger auf mehr haben. Und unsere Bestrafung besteht darin, einerseits erstmal, dass es keinen Apfelmus gibt. Das ist schon fast Strafe genug. Und in dem Moment, wo sie die Klappe öffnen, diesen Trog öffnen, springt ein Mensch, den sie vorher nicht gesehen haben, plötzlich auf und wedelt mit einer Plastiktüte über ihrem Kopf. Das hinterlässt dann doch schon einen Eindruck, also sie zeigen auch eine Schreckreaktion, rennen kurz weg und das reicht dann auch schon. So, wir haben die Möglichkeit, die Herzfrequenzen zu messen, was eben auch nochmal eine nicht-invasive, schöne Methode ist, um mehr Informationen über das Versuchstier zu haben. Dann gehen wir eben hin, wenn das Tier weiß, eine Seite gut, eine Seite schlecht, und lassen es raten, was solche Mittelpositionen zum Beispiel bedeuten. Und an der Stelle ist es dann wiederum so, ein Tier, das in einem positiven emotionalen Zustand ist, zum Beispiel, weil es besonders gute Haltungsbedingungen hat, wird optimistischer sein. Das bedeutet, das geht mit höherer Wahrscheinlichkeit hin und macht auf, als eben ein Tier in einem negativen Zustand. Es passiert auch mal, dass Tiere bei so einer Testposition den Trog in einer Minute gar nicht aufmachen. Manchmal stehen sie auch sehr lange davor und starren den an. Man hat so ein bisschen den Eindruck, die überlegen wirklich ganz stark. An der Stelle ist es wirklich so, sie müssen wirklich raten und dann letztlich ihre Entscheidung treffen, ob sie es riskieren aufzumachen oder ob sie eher denken, nee, das Risiko ist mir zu hoch, ich erwarte letztlich doch eher, dass da eine Bestrafung drin ist. Bei uns am Institut werden grundsätzlich die Tiere gehalten, so wie in der konventionellen Haltung üblich. Und wir haben den Vorteil, dass wir unsere Versuchstiere selber züchten. Alle 3 Wochen werden neue Ferkel geboren bei uns. Und das ist natürlich als Forscher eine hervorragende Ausgangsbasis. Der Backtest ist ein Test, der sogenannte Coping-Strategien, also auf Deutsch Bewältigungsstrategien, bei den Schweinen bestimmen soll. Der findet in den ersten 4 Lebenswochen statt. Die Tiere werden ja 1 Minute lang auf den Rücken gedreht
Und wir bestimmen eben, wie häufig, wie lange sie versuchen, sich aus dieser Situation aktiv durch Trampeln zu befreien. Danach können wir dann bestimmen, ob wir eher aktive Typen haben oder die passiven Bewältigungstypen, die mehr so ein ich warte jetzt ab und hoffe, dass es von alleine aufhört. Dieser Becktest ist für so ein kleines Tier schon eine Belastung. Eben diese eine Minute auf den Rücken gedreht zu werden, ist schon unangenehm. Und deswegen versuchen wir natürlich auch alles, was drumherum ist, möglichst angenehm für die Tiere auch zu gestalten. Also weil ich muss die Tiere nicht mehr stressen als unbedingt nötig für den Test. Dadurch, dass meine Kollegin, die das bearbeitet, mittlerweile über 3.500 Tiere gebacktestet hat, haben wir auch die Möglichkeit, diese Tiere ihrem Leben als Zuchtsau weiter zu verfolgen, zu untersuchen, ob die unterschiedlich produktiv sind, ob die in ihrem Verhalten mit den Ferkeln sich unterscheiden. Das sind alles Themen, denen wir da aktuell auch nachgehen. Letztlich dient ja die Forschung, die wir hier machen, auch der Verbesserung der Haltungsbedingungen eben für diese 59 Millionen geschlachteter Schweine, die da jedes Jahr zu Buche stehen. Und insofern ist das natürlich auch immer noch eine schöne Motivation, dass man das Gefühl hat, durch Forschung an wenigen Tieren auch unter Umständen Verbesserungen für sehr viele Tiere bringen kann.